Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Chrono Cross. Liebe Leute, ich bin für die heutige Aufnahmesession so ein bisschen für den Fall oder auf den Fall eingestellt, dass es sich eventuell um die finale Session handeln könnte. Denn es spricht einiges dafür, dass wir in großen oder kleinen Schritten auf den letzten Boss zusteuern, weil das ja alles sehr episch und final einfach anmutet und ich sehr gespannt bin. Ich habe mir jetzt vorsorglich schon ein bisschen was an Kaffee vorbereitet für den Fall, dass das heute ein bisschen länger dauern sollte und ich bin ja sehr gespannt, was uns hier und heute erwartet. Ich sehe schon, dass hier Gegner auf der Lauer sind. Einige davon halten sich noch vornehm zurück. Mal gucken, wie lange das so bleibt. Eventuell wird sich das ändern, wenn wir hier den nächsten Boss gelegt haben, denn vermutlich wird auf dieser Seite auch einer warten, analog zur anderen Seite, wo wir beim letzten Mal gewesen sind. Und da sah das nämlich ganz genauso aus. Da gab es auch so ein lustiges Portal, aka Teleporter. Und da wartete ein Vieh, das dem hier nicht ganz unähnlich sieht. Ich weiß jetzt nicht mehr, welchen Kristall oder welches Element ich beim letzten Mal bekämpft habe, aber ich versuche jetzt einfach mal mein Glück. Ich meine, gespeichert ist das Ding. Ich habe frisch gestartet. Was soll schon schief gehen? Was soll schon schief gehen? Wir werden das schon irgendwie wuppen. Auf den allerletzten Boss bin ich gespannt, weil ich relativ früh im Let's Play... Der ist Licht zugehörig, der Luxator. Das ist für uns eher suboptimal. Weil Sigi jetzt wahrscheinlich auch verminderten Schaden austeilen wird, vermute ich mal. Ne? Ich meine, so war das. Oh ja, das ist... Oh ja, das könnte tricky werden. Das könnte sehr tricky werden. Aber Flinte ins Korn werfen ist nicht. Ich bin sogar fast am Überlegen, ob ich hier nicht mal mit Diminish versuche, das Ganze so bisschen zu entschleunigen zumindest. Schwierig, weil ich meine, Sigi frisst ja auch weniger Schaden, aber der Kampf, der wird sich halt, wenn er weniger Schaden austeilt, generell in die Länge ziehen, weil er halt so der Haupttreiber immer war, um das schnell zu einem guten Ende zu bringen. Deswegen bin ich gerade am Überlegen. Wir gucken mal. Ich kann mir seine ersten Angriffe erstmal anschauen. Und erstmal alles so machen, wie ich das normalerweise auch tun würde. Unter normalen Umständen. Au. Au. Erstmal schön an die Damen verteilen. Ganz toll. Sympathiepunkte kriegst du damit nicht. Und nochmal schön nachtreten. Alles klar. Kann man mal machen, ne? Arme Miki. Eine Runde Mitleid, bitte. Und Grobig, man hat es auch gerade schon gesehen, der ist schon mit seinem ersten Schlag deutlich mehr Damage ausgeteilt, mehr als doppelt so viel war das, glaube ich, als Sigi mit seinem Stufe 1 Schlag. Ja, das könnte auf jeden Fall sehr interessant werden. Miki braucht auf jeden Fall Heilung. So viel steht mal fest. Ich weiß natürlich nicht mehr. Ja, jetzt hauen die ganze Zeit daneben, ey. Da willst du dich einmal drauf verlassen, dass Stufe 2 hier funktioniert und was ist? Gar nichts ist. Magnify ist, glaube ich, gar nicht so gut, weil das sein... Ich glaube, wir könnten tot sein jetzt. Ich glaube, ich kann das Ding gleich direkt nochmal neu starten. Magnify hat nämlich, meine ich, den magischen Angriff aller im Kampf Involvierten erhöht. Und ja, cool. So, Herrschaften, wenn ihr euch jetzt einmal wieder zusammenreißen könntet und mal wieder treffen könntet, das wäre ganz formidabel. Ganz formidabel. So, ich glaube, ich werde wirklich Diminish jetzt probieren. Ich weiß noch nicht mehr, wer das hat, aber auch das kriegen wir hoffentlich gleich raus. Warte mal. Einmal so angreifen. Ey, das gibt's doch nicht. Die verkacken hier alle mit der Stufe 2. Was soll das, Mann? Da machen wir jetzt halt nur Stufe 1 Hauer. Wenn das der Kurs dieses Kampfes sein soll... Oh, ich kann Saints einsetzen. Das wäre Heilung. Ich könnte aber auch Diminish 2 einsetzen. Aber damit wäre meine Gruppe komplett geheilt. Na, jetzt bin ich ja überfragt. Ich nehme das jetzt einmal. Komm, weil ich habe diese Chance nicht allzu oft. Er wird höchstwahrscheinlich geheilt werden. Ich vermutlich auch. Und ich werde dann im nächsten Step Diminish
einsetzen. Wenn er das jetzt nicht absorbieren sollte, dann wird wahrscheinlich trotzdem halbwegs ordentlicher Schaden bei rumkommen. Aber ich kann mir vorstellen, hier in der Spielphase, dass sie das alles absorbieren werden. Oder? Ja, boah, ich habe den einmal komplett hochgeheilt. Glückwunsch. Glückwunsch. So, also quasi wieder wie komplett von vorne. Ich meine, das Ding ist, ich habe noch keine Elemente oder sowas verschwendet. Insofern kann man das mal machen. Das ist jetzt quasi wie ein neuer Kampfbeginn. Nur, dass ich jetzt schon mit Leveln anfange. Also, Grobik hat halt Level 5 und Miki auch. Und ich muss den Field-Effekt aber irgendwie wegkriegen. Solange der da ist, habe ich keine Chance. Ah, ich glaube, es wird auf einen weiteren Try hinauslaufen. Ich glaube, ich hätte das von Anfang an anders aufziehen müssen. Also nächste Strategie, wenn ich nochmal eine weitere Chance bekomme, wird auf jeden Fall sein... Strongarm könnte jetzt aber auch netten Schaden austeilen. Der hat zweimal Diminish drin. Das ergibt ja mal gar keinen Sinn. Die Slots hätte ich ja irgendwie sinnvoller verteilen können, aber ich mache jetzt einmal den hier. Miki hat ja schon Level 5. Ich glaube, sie bräuchte vielleicht ein, zwei, wenn sie überhaupt den Minish zugewiesen hat. Dann probiere ich das mit ihrem Anschluss nochmal. Aber so hat Grobik wenigstens die Chance, jetzt hier nochmal einen vollen Schaden auszuteilen. Also ohne Einschränkung. 433, das ist okay. Kann man mal machen. Oh Gott, okay. Ja... Es geht vermutlich auf alle. Ich meine, das beherrscht Siggi ja auch. War auch an der einen oder anderen Stelle... an der einen oder anderen Stelle schon unser Lifesaver. Immerhin leben wir alle. So, warte mal, ich kann ja mal eben kurz gucken bei den Elementen. Ja, sie kann sexy Wings verteilen, aber das hilft uns hier herzlich wenig. Ich brauche deinen Diminish-Effekt jetzt. Wobei ich eigentlich auch Heilung brauche. Ich mache jetzt erstmal den hier. Da steht aber temporarily halves elemental damage. Ich habe ja schon mal so ein paar Gedankenspiele dran verschwendet, mich zu fragen, ob der Effekt nicht bis zum Kampfende anhält. Und ich fand, dass der sehr lange angedauert hat bei der Polizei, bei dem Boss. Da ging das ja gar nicht weg bis zum Schluss. In der Textbeschreibung hier liest sich das aber so als... als würde das, weiß ich nicht, nach drei Runden wieder abklingen. Was ja aber nicht der Fall ist, ne? So, ich werde jetzt irgendein Element einsetzen, um... obwohl, ne, ich sollte heilen. Ich glaube, heilen wäre jetzt das Allerbeste. Recover All habe ich hier sogar mit drin. Nehme ich einmal. Ich glaube, wenn das von Siggi kommt, dann kriegen wir da auch ein bisschen was an Heilung zusammen. Ich muss jetzt mal irgendwie eine Strategie... entwerfen, um hier auch offensiv ein bisschen tätig zu werden. Hier muss ich jetzt leider defenden, und zwar mit allen. Photon Ray. Ja, der hat schon wieder zwei von drei Feldern voll, aber... Hä? Was war das denn gerade? Das hat gerade sehr wenig Schaden gemacht, aber das ist wieder so ein Angriff, der mehrere Male zum Einsatz kommt, aber wenn das am Ende nicht viel Aua macht, dann ist das okay. Dann kann ich damit leben. Der hat schon wieder den Field-Effekt komplett auf seiner Seite. Ich weiß nicht, ob ich dem Aufmerksamkeit schenken soll, dass ich diesen Field-Effekt wegmache, oder ob ich mich einfach nur auf meinen Kram konzentrieren soll. Vielleicht geht das auch so ein bisschen Hand in Hand. Seal All. Ich könnte auch Elemente stoppen. Aber warum? Eigentlich macht das mit ihm, glaube ich, generell wenig Sinn zu zaubern, weil er jetzt hier quasi der neue Siggi ist mit dem Damage, den er imstande ist auszuteilen. Auf der anderen Seite, warte mal, was war Revenge? Shifts your status effects onto enemy. Nee, den Haircutter könnte man nochmal nehmen. Power up Cyborg Hair to generate a laser saber. Welche Stufe ist denn das? Okay, komm. Das hier wird jetzt das Letzte sein, was ich mit ihm noch mache. Danach wird er nur noch angreifen. Einfach um die Stamina sinnvoll zu nutzen. Und wenn er konstant ein hohes Level hat, dann kann ich ihn auch immer als Backup, als Heilungsoption auch nutzen. Also insofern profitiere ich davon schon, wenn ich weniger Angriffszauber oder Elemente mit ihm einsetze. Bei Miki würde ich gerne mehr zaubern. Ich würde sie einmal gerne hochpeitschen auf, also nicht im wahrsten Sinne, aber hochbringen auf
auf ihre stärksten Angriffszauber, von denen ich gerade gar nicht weiß, welche das sind. Okay, seine magische Defensive ist jetzt gerade nach oben gegangen. Was so ein bisschen dem widerspricht, was ich jetzt mit Miki vorhatte, aber das ist okay. Sigi hat irgendeine Zustandsveränderung. Ach, der ist fatigued. Das war erhöhter Stamina-Verbrauch, ich erinnere mich. Und man sieht es auch direkt nach dem ersten Angriffversuch. Holy Healing, oh nein. Oh nein, bitte gib dir nicht allzu viel. Was? 795, obwohl die Minish aktiv ist. Oh, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Menno. Grobig, was machen wir denn da? Grob werden, oder? Das liegt doch in deiner Natur. Ich gehe jetzt mal gleich auf Stufe 3. Ist jetzt ein bisschen Risk, aber ich muss jetzt. Ich mache nur noch Stufe 3 Angriffe mit ihm. Weil dieses nach oben leitermäßig hoch Dingsen, ich glaube, das war gerade deutlich sinnvoller, zweimal die Stufe 3 zu machen. Das sage ich auch nur, weil er getroffen hat, ist mir schon klar, aber egal. Sigis Effekt ist jetzt weg, das ist schon mal schön. Und bei Miki mache ich genau das Gegenteil, sie wird nämlich nur Stufe 1 machen, weil, ja guck mal, selbst Stufe 1 kriegt sie nicht geschissen mit Treffen und so. Das ist einfach traurig. Das ist einfach traurig. Ich bin sehr unzufrieden. Aber egal. Guck mal, der Schaden, der ist okayisch. Den kann man heilen. Den kann man handeln. Frage ist nur, wer soll das gleich machen? Was? Ja, das hat ja richtig gut geklappt. Das hat ja ganz wundervoll, hat das funktioniert. Das Ding ist, mit ihm habe ich, glaube ich, keinen Revive. Weil ich ja mal gesagt habe, Sigi muss leben. Die anderen müssen reviven können. Wow, ey. Bin ich bedient. Tja, ich hätte gerne, aber du musst leider, weil dein restliches Team ist nicht geschissen, kriegt ja auf den Beinen zu bleiben, die Angriffe zu überleben. Du musst jetzt leider als Reviverin hier auf den Plan treten. Anders geht's nicht. Und Sigi muss jetzt seine wertvollen Züge leider dafür opfern, um wieder mit Heilung zu arbeiten. Denn auch hier geht's gerade nicht anders. Die starke Einzelheilung von Irene, die fehlt mir. Die fehlt mir so sehr. Weil Heal All brauche ich eigentlich schon wieder gar nicht. Aber ich habe keine andere. Nostrum gibt einem halt. Das hier geht auf einen, aber das ist nur small. Nostrum würde einem halt 200 wiedergeben. Das ist aber auch zu wenig. Cure Plus. Das hier geht auf einen einzelnen. Ist auch nur Medium, aber weiß ich nicht. Vielleicht hat das trotzdem stärkeren Effekt, als wenn ich so eine Gruppenheilung Medium einsetze. Kein Plan. Grubik ist auf jeden Fall levelmäßig ganz gut aufgestellt und Stamina hat er auch. Okay, also nächste Angriffsrunde. Das Problem ist... Achso, ich wollte ja mit den Starken, mit denen hier wollte ich ja mein Glück versuchen. Problem ist, der hinkt halt noch nicht mal, ne? Also der wird wahrscheinlich mehr als ordentlich Gesundheit mitbringen. So, dann kann Sigi jetzt mal sein Glück versuchen. Sigi können wir jetzt auch mal wieder versuchen, auf ein höheres Level zu bringen. Soll ich bei ihm auch mal die Stufe 3 Dinger probieren? Ich meine, da machen wir uns wahrscheinlich alle keine Illusion, dass da auch mal Treffer zustande kommen, aber vielleicht so alle 10 Male oder so. Wow. Okay, ich glaube, das kann ich mir knicken. Ich werde den jetzt noch runterspielen und dann nochmal neu laden. Wobei ich ehrlich gesagt für die nächste Runde... Also wenn er so viel Schaden macht, trotzdem Minish, dann weiß ich nicht, wie ich das jetzt zu einem guten Ende führen soll. Wir können uns jetzt nochmal kurz angucken, wie viel sie machen würde mit ihren Angriffen hier. Inferno versus Dance on Air. Ich versuche mal... Ich gucke mir das einfach mal an, was für ein Schadenspotenzial hier noch schlummert. Und dann starten wir das Ganze im Anschluss nochmal neu. Sowas wie ein Salamander einsetzen oder so. Ui, 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 das waren fast 500. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber ich werde es trotzdem alles nochmal neu starten und mich jetzt töten lassen, weil ich will, dass Grobik die Erfahrungspunkte auch bekommt. Und ich kann den jetzt gerade nicht mehr reviven. Wir sind jetzt, glaube ich, eh tot. So, ich habe jetzt dem guten Grobik Anti-White noch mit zugewiesen. Und Miki hat jetzt Turn Red. Das hatte sie aber vorher auch schon, sogar direkt auf Stufe 1. Ich weiß nicht mehr, ob ich das jemals in einem Kampf hier
mal praktisch erprobt habe, aber ich würde jetzt mal versuchen, so ein bisschen über die Field Effects zu gehen. Und trotzdem, wenn sich eine gute Gelegenheit anbietet, auch mit Diminish zu arbeiten. Aber vielleicht reicht es auch schon, den Field-Effekt so ein bisschen in den Zaum zu halten. Das wird halt alles nicht ewig anhalten, vermute ich mal, ne? Insofern weiß ich nicht, ob das klappt. Hier fließt jetzt wirklich auch viel mit Glück mit rein, weil die Trefferquote meiner Leute, das leidige Thema, was ich ja halt irgendwie schon seit Ewigkeiten habe, die spielt ja halt echt eine große Rolle, ne? Und ja, muss ich da mal gucken. So, ich werde jetzt direkt auf Stufe 3 gehen von Anfang an und nur Stufe 3 Hauer die ganze Zeit probieren. Und guck mal, hier hat es auf jeden Fall schon mal geklappt. Auch wenn es bei Grobik jetzt aktuell wichtiger ist und er geht wieder auf Mickey los, sag mal. Warum? Aber wenigstens, ja, ich wollte gerade sagen, sie hat eigentlich eine ganz gute Evade-Quote, die sich im letzten Kampf aber irgendwie gar nicht gezeigt hat, bedauerlicherweise. So, dann könnte jetzt Sigi eigentlich... Ach, der hat die Minish hier noch gar nicht, ne? Nee, hat er leider nicht. Er könnte jetzt heilen, er könnte aber auch sein Earthquake jetzt einsetzen, bevor die Minish auch seine Angriffszauber schwächt. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich weiß, es ist schon wieder sehr risky, weil Mickey mir jetzt mit dem nächsten Angriff eventuell draufgehen könnte, aber ich will das jetzt noch nutzen. Und gucken, dass ich offensiv alles, was mir so an Mittelchen zur Verfügung steht, das auch ausnutze. 219 ist okay. Jetzt nicht der Oberknüller, aber okay. So, dann Grobik. Mit Grobik habe ich die Möglichkeit, ich glaube, ab Stufe 3. Warte mal, ich werde jetzt einmal hier auch die Stufe 3 probieren. Er hat auch getroffen, das ist schön. Probieren wir das mal nochmal. Jawohl. Nice. Weil dadurch, dass wenn ich die ganze Zeit Stufe 3 mache, habe ich auch weniger Züge. Dann kommt auch der Gegner weniger schnell an die Reihe, ne? Als wenn ich die ganze Zeit so Level 1 Dinger raushaue. So, und dann könnte ich jetzt hier... Ich könnte Diminish machen, ich könnte aber auch... Anti-White einsetzen. Das sieht... Ach, das macht aber das Field, macht das damit nicht komplett weiß... Aber er hat ja aktuell auch nur ein weißes Feld. Vielleicht sollte ich mir das tatsächlich für später aufheben. Oh, es ist jetzt gerade sehr schwierig. Ich könnte Nostrum einsetzen, um Mickey zu heilen. Das würde bei ihrem jetzigen Gesundheitsstatus auch was bringen. Aber dann ist seine Stamina schon wieder so down. Schwierig. Ich glaube, ich werde sie aber erstmal stabilisieren. Weil wenn sie mir jetzt hier direkt in der ersten Minute quasi flöten geht, dann habe ich damit... auch nichts gewonnen. Jetzt kommt Magnify. Jetzt wird nämlich alles wieder verstärkt. Ja, hätte ich den gesealt, wäre es dazu jetzt nicht gekommen, ne? Jetzt wird sie das vermutlich auch nicht überleben. Aber der hat nur ein weißes Feld. Ah, aber das hat im letzten Try auch trotzdem immer noch viel Schaden gemacht. Wow. Okay, also ich werde dann vermutlich in der nächsten Runde... Ja, in der nächsten Runde werde ich dann gucken müssen, dass ich den ziele. Ich sehe hier gerade irgendwie ansonsten keine Möglichkeit, bei dem Damage-Output irgendwas zu machen. Ich könnte auch an meinem Equipment gucken, ob ich mich jetzt explizit gegen dieses Element irgendwie schützen kann. Aber weiß ich nicht, ob ich sowas habe. Jetzt ist auf jeden Fall sein Field-Effekt komplett weiß. Und ich habe weder Diminish aktiv noch... Mickey, die das alles auf Turn Red umswitchen könnte. Ausgerechnet, Sigi ist auch immer derjenige, der jetzt hier fatigued ist. Das ist nicht hilfreich. Das ist gar nicht hilfreich. So, ich habe jetzt Stufe 4. Heal All brauche ich nicht. Brauche Grobik, weil Grobik reviven kann. Für Diminish reicht es leider auch noch nicht. Hier könnte ich was restoren für einen Einzelnen. Ich versuche jetzt erstmal Grobik wieder aufzupäppeln, aber ich glaube, die Runde ist auch verloren. Der Schaden ist einfach zu krass. Aber der geht halt nur von einem Element aus die ganze Zeit. Deswegen ist das im Grunde genommen auch die einzige Chance, die ich hier habe, um dem irgendwie Einhalt zu gebieten. Wir probieren jetzt erstmal das.
Eigentlich rein von der Trefferquote läuft das hier richtig gut. Nur meine Abwehr, die ist halt so der Weak Spot, wo ich aktuell noch keine Möglichkeit sehe, dem irgendwie Einhalt zu gebieten. So, warte mal hier einmal Revive bitte auf Miki. Und ich glaube, Miki ist auch der Charakter von den dreien, der die beste magische Defensive schon hat. Also so rein von den Stats her. Also gut, Sigi frisst ja wahrscheinlich auch deutlich weniger Schaden, weil das gleiche Element ist wie beim Gegner. Aber trotzdem. So, jetzt muss ich ganz schnell gucken, dass ich hier irgendwie meine Leute geheilt kriege. Das geht aber mit den Leveln, die gerade haben, nicht so wirklich. Ich versuche jetzt hier auch mal Stufe 3 zu erwirken, auch wenn das nur 70% sind. Und ja, ist halt alles ist wie immer. Ich hatte sie wenigstens mal getroffen, aber ich glaube, das kommt zu spät. Oder geht das nur auf Sigi? Das wäre gut. Achso, das ist... Ach, Photon Ray war dieses, was so verhältnismäßig wenig Schaden macht. Alter Verwalter, außer bei Grobig. Da ist es einfach mal dreistellig. Mhm. So. Kann ich jetzt mit Stufe 3 irgendwie sinnvolle Heilung einsetzen? Ja. Das hier ist okay. Das würde ich jetzt einfach mal probieren. Und dann, sie hat ja noch ihren starken Angriff im Köcher. Ah. Das war vielleicht gar nicht so klug, weil ich sollte seinen Field-Effekt erstmal in Angriff nehmen. Ja, das ist Miki bei minus 6. Warte mal, ich könnte ja mal gucken. Grobig, der könnte jetzt theoretisch auch wieder was machen. Der hat kein... Doch, das hier könnte er jetzt machen. Seals White Elements, das probiere ich jetzt mal. Ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert und wie lange der Effekt andauert. Aber irgendwas muss ich jetzt tun. Was? Es ging daneben? Warum? War das jetzt Pech oder geht das bei dem Boss nicht? Keine Ahnung. Keine Ahnung. So, ich wollte eigentlich hier mit den starken Angriffen um die Ecke kommen, aber natürlich trifft er nicht. Ich sehe hier gerade ehrlich gesagt keine Möglichkeit. Die magische Defensive ist jetzt von ihm gestiegen, oder was? Weil immer wenn diese Einblendung kommt, ist die Kamera bei meinen Charakteren. Das sieht dann immer so aus, als hätten die jetzt den Boost bekommen, was aber gar keinen Sinn ergibt. Aber es gibt ja auch manche Attacken, die sich halt aufs gesamte Feld auswirken. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wessen magische Defensive gestärkt ist. Ich weiß nicht, die fände jetzt erstmal, um die Stamina ein bisschen zu erholen. Ja, bis wir hier alle irgendwie wieder irgendwas Sinnvolles tun können. Zum Beispiel mit Stufe 3 anzugreifen. Ich habe immer noch nicht die Minish eingesetzt, ne? Warte mal, lass mich mal kurz überlegen. Bei wem? Oh, diese Zustandsveränderung bei Sigi nervt. Eigentlich würde ich das am ehesten nämlich mit ihm einsetzen, aber geht halt nicht. Nicht, wenn der fatigued ist. Wobei, ich habe jetzt Stufe 6. Reicht das schon? Nee. Ich habe das auch in zu hohe Slots gepackt. Ich hätte das auch ein bisschen niedriger anordnen können. Aber bei den anderen ist das ein bisschen niedriger. Das ist jetzt, glaube ich, nur bei ihm so hoch angesiedelt. Recovers a use element for reuse. Ich glaube, das könnte ich mir für Miki mal aufheben, weil sie hier, glaube ich, so rein damage-mäßig diejenige ist, die am meisten bewirken kann. Temporary decreases foe's magical defense. Increases your magical defense. Das hier geht aber nur auf ein Single Ally leider. Ich werde das jetzt trotzdem mal probieren. Ich werde mal versuchen. Ich weiß nicht, wen ich schützen soll. Ich glaube, Grobig hat die schlechteste magische Defense. Ich werde ihm das jetzt einfach mal mitgeben. So, dann sind die anderen beiden jetzt wieder bei Stamina 7. So, und dann würde ich jetzt mit Grobig, das ist jetzt mein großer Plan, zweimal mit Stufe 3 treffen und danach die Minish einsetzen. Klappt das? Ohne, dass vorher jemand stirbt? Ich glaube, das wird nichts. Ach, das geht nur auf einen. Dass ich wenigstens genau den richtigen ausgesucht. Das ist schon mal schön. Alle Angriffe bitte ausschließlich auf Sigi. Der kann das ab. Jawohl. Sehr schön. Ich finde es gut, wie der Boss sich an diese kleine Mini-Absprache hält. So muss das. So, dann habe ich hier nämlich die Minish. Seal All. Wäre auch interessant.
Den Strong Arm von ihm müsste ich eigentlich auch nochmal einsetzen. Ja, eigentlich sogar... Ja, aber der hat wie viel? Der hat knapp über 200 Schaden gemacht, ne? Ich glaube, das ist... ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und Miki hatte vorhin mit ihrem Feuerangriff 500 Schaden gemacht, als Diminish noch aktiv war, hätte ich jetzt vermutet, aber keine Ahnung. So, ich werde jetzt hier auch nochmal probieren, mit Stufe 3 um die Ecke zu kommen. Oh, sie hat mal getroffen! Das ist ja fantastisch. Jetzt hat sie bei Stufe 3 95% Wahrscheinlichkeit. Und hat nochmal getroffen. Das ist ja ganz famos, was hier für Sachen passieren. Holy Light. Mhm. Das war nicht so schön. Ich würde gerne, auch wenn ich mich eigentlich heilen muss, ich weiß... Also angreifen würde ich auch gerne mit ihr. Ich würde nur, bevor jetzt der Kampf vorbei ist, einmal Turn Red ausprobieren. Einfach nur, um zu gucken, ob das wirklich funktioniert. Ich habe das jetzt hier nämlich zweimal drin. Und dann soll sie das einmal einsetzen. Dann werde ich mit Sigi gleich versuchen zu heilen. Ich will nur gucken, ob sich wirklich... Nee. Es ändert sich nicht das ganze Field auf Rot. Das wäre auch ein bisschen zu einfach gewesen, ne? Aber ich hatte es irgendwie trotzdem gehofft, dass es so klappen könnte. Aber nichts da. Ja, es haut eher wieder daneben. Das heißt, mit Heilung wird es dann vermutlich auch nicht. So, bei Stufe 5 könnte eigentlich reichen. Weaken, Heal All, Medium. Ja, was bleibt mir anderes übrig? Was bleibt mir anderes möglich, wollte ich gerade sagen. Robic und Miki kann ich momentan auch wieder nur eingeschränkt einsetzen, weil die jetzt auch wieder mit ihrer Stamina so doof unterwegs sind. Ach Mann. Ach, aber der Luxator, der hat jetzt auch einen roten Innate. Das ist ja ganz schön schlecht. Vor dem Hintergrund, dass ich ja jetzt vorhatte, mit Miki Feuerzauber einzusetzen. Okay, ich glaube, die Runde kann ich mir auch knicken. Ich habe ehrlich gesagt gerade keine Ahnung, wie ich den Kampf gewinnen soll. Einfach ein abartiger Schaden, ne? Diminish war meine Geheimwaffe, aber die federt hier gefühlt gar nichts ab. Ich muss den, wenn überhaupt, dann irgendwie wegsealen oder so. Also, dass er gar nicht mehr zum Zaubern kommt. Oder mich immunisieren gegen die... gegen das Element, aber... kein Plan. Ich weiß es nicht. Brauche jetzt hier auch gar nicht mehr groß rumprobieren. Komm, greife einmal nochmal an. Und dann... ja, keine Ahnung. Jetzt kommt der mit Anti-Black um die Ecke. Warum macht er das nicht früher in den Kämpfen? So Sachen, die... weiß ich nicht. Sachen, die mir keinen Schaden machen. Auf der anderen Seite habe ich eine Zustandsveränderung und... der macht seinen Field-Effekt dadurch komplett weiß. Aber ich glaube, das kam jetzt durch Omega White und nicht durch Anti-Black, oder? Wobei, der hat, glaube ich, die schwarzen Elemente aus dem Field-Effekt hat er damit auch rausgenommen. Ja, jetzt merke ich, scheitere ich so ein bisschen an den Feinheiten des Gameplays, die man zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich besser verinnerlicht haben sollte, um solche Kämpfe hier zu einem guten Ende zu führen. Wenn das wenigstens der letzte Boss wäre, ne, dann hätte ich gesagt, alles tiefenentspannt, aber das ist noch nicht mal der letzte. Und Sigi kann ich ja, soweit ich weiß, auch nicht austauschen. Ich hatte das ja schon mal probiert, weil der ist ja halt echt keine gute Besetzung so für die Runde. Ich werde mal nochmal ins Menü abtauchen und gucken, ob ich bei den Items noch irgendwas anpassen kann. Vielleicht muss ich auch komplett auf Magieabwehr gehen oder so. Vielleicht hilft das. Keine Ahnung. Es sieht weiterhin düster aus, meine Freunde. Es sieht sehr düster aus. Ich habe leider kein Equipment-Teil, was mich irgendwie gegen das Lichtelement immunisiert. Es gibt nur
Immunisierung gegen die Zustandsveränderung der jeweils Element, der jeweiligen Elementkategorien. Also zumindest das, was ich gefunden habe. Vielleicht gibt es im Spiel irgendwas, was dich komplett immunisiert und ich habe es halt nur nicht. Kann natürlich alles sein. Und schmieden kann ich hier leider nicht. Ich habe überlegt, also ich meine, es zeichnet sich ja eh ab, dass ich den jetzt hier in der Folge nicht gelegt kriege. Ich würde eventuell nochmal vor die Tür gehen und gucken, ob ich mir irgendwas schmieden kann, was mir hier hilft. Ich habe jetzt bei Grobig ein Equipment-Teil ausgetauscht. Er hat jetzt 4 Pünktchen mehr magische Defensive. Keine Ahnung, ob das den Kohl fett macht. Er hat dafür 3 Angriffspunkte abgeben müssen. Und ich habe bei den Elementen jetzt nochmal geguckt. Also sowas wie Seal All, was ja im letzten Try nicht funktioniert hat. Das habe ich jetzt zweimal, das kann Grobig zweimal ausprobieren. Und ja, ich weiß es nicht. Aber vielleicht sollte ich mit ihm auch anfangen. Ich weiß halt nicht, ob Diminish hier Sinn macht oder nicht. Ich weiß nicht, ob ich darauf jetzt irgendwie oder da Punkte irgendwie rein investieren soll. Ich könnte auch mal ganz unkonventionell mit Miki anfangen. Und mal ihren starken Angriffszauber irgendwie loslassen. Aber ich glaube, es macht schon... Ich würde gerne, dass Seal All mal funktioniert. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung... Na, ich starte jetzt einfach mal mit ihr. Weil ich im Kampfverlauf, wenn ich schon wieder in diesem komischen Heilstrudel drin bin und diesem Hinterherrennen von... Ich muss mich irgendwie stabilisieren. Bevor es soweit ist... Ich glaube, ich brauche jetzt hier Stufe 7. Ich werde sie noch einmal angreifen lassen. So. Dann wäre Siki jetzt eigentlich an der Reihe. Wir switchen aber zu Grobig. Denn Grobig wird nochmal versuchen, den zu sealen. Vorausgesetzt, der trifft jetzt gleich noch. Geht der wieder auf Miki los? Ja. Das ist echt komisch. Sie könnte halt auch mal ausweichen. Dankeschön. Denn eigentlich kann sie es ja. Sie bringt das nur zu selten zum Einsatz. So, und wo wir gerade schon mal bei ihr sind, bevor sie jetzt hier irgendwie verreckt, kann sie wenigstens einmal diesen Dance hier vom Stapel lassen. Oder hatte sie was noch krasseres? Ich weiß gar nicht mehr, was bei ihr bei Stufe 8 drin ist. Ich lasse sie mal noch einmal angreifen. So, dann können wir jetzt nämlich gucken. Salamander und Inferno 3. Okay, nee, dann kann sie jetzt einmal dancen. So, dann werde ich gleich mit Grobig weitermachen. Seine Stamina füllt sich jetzt zwischenzeitlich auch auf. Und... Ja, wenn ich den nicht gesealt kriege, dann habe ich das Gefühl, dass ich zum jetzigen Zeitpunkt halt keine Chance gegen den habe. Und ich weiß auch nicht, also dadurch, dass du in dem Spiel halt nicht klassisch leveln kannst, ich weiß auch nicht, wo ich jetzt ad hoc hier eine Lösung heraufbeschwören soll. Ich habe halt schon mitbekommen, dass es hier einige optionale Dinge noch zu erledigen gibt. Ich könnte jetzt natürlich auch random irgendwie die ganze Karte nochmal abfrühstücken, aber das würde... Weiß ich nicht, ob das von Erfolg gekrönt wäre. Es würde wahrscheinlich für einige Folgen eine Nullnummer mitbringen, was so Progress und so angeht. Und das ist das, was mich daran so ein bisschen abschreckt. Schade, Grobig. Schade. Ich wäre nämlich sehr stark darauf angewiesen, dass das jetzt hier ein Treffer gewesen wäre. Jetzt fehlt mir nämlich ein Level, um auf Seal All zugreifen zu können. Wundervoll. Hier, Imbecile wäre auch interessant. Ich glaube, ich werde das jetzt machen. Weil wenn der einmal wieder anfängt mit seinem übertriebenen Schaden... Ich meine, der hat jetzt aktuell nur einen Field-Effekt-Slot auf seiner Seite. Ich werde das jetzt hier einmal machen. Ich muss irgendwie den Schaden reduzieren, den er austeilt. Und ich habe das Gefühl, dass wenn ich auf meine eigene Abwehr gucke, dass es nicht so ganz gut funktioniert. Also, dass mir da die Optionen so ein bisschen fehlen. Das heißt, ich muss jetzt... offensiv an seine Angriffswerte irgendwie ran. Also was Besseres fällt mir jetzt auch nicht ein. So, dann fangen wir mal hier wieder mit Stufe 3 an. Natürlich wird wieder obligatorisch daneben gehauen. Zweimal hintereinander. Schön. Schön. Und der macht halt immer direkt danach Omega White. Der macht immer Magnify und danach das. Du hast keine Chance danach vielleicht nochmal mit Imbecile oder so nochmal dazwischen zu grätschen und zu sagen... Ich gehe da nochmal runter. Es ist einfach nur... Es fühlt sich sehr unfair an. Ja. Tja. Keine Ahnung. Defend. Ich muss jetzt halt reviven. K.
kann ich jetzt im Grunde genommen auch schon mit Stufe 1. Auch dieser Mangel an Wiederbelebungsoptionen, ne? Ich würde gerne meine Leute damit stärker irgendwie eindecken, aber ich bin jeder Händler, der meinen Weg gekreuzt hat, da habe ich mich immer, ich meine, ihr habt ja das Let's Play wahrscheinlich gesehen, ich hätte mich da sofort raufgestürzt und mich überbevorratet, wie ich das auch bei Nostrum und wie sie nicht alle heißen gemacht habe, aber ich habe es halt nie im Laden gesehen. Ich weiß nicht mehr, woher ich die beiden habe. Wahrscheinlich habe ich die irgendwie aus Kisten mitgenommen oder so. Ja, jetzt müsste ich halt an seine Dings ran. An Field Effect. Und ich muss heilen. Das kann man doch. Ey, das Problem ist, Recover All ist hier halt kompletter Müll, ne? Für den Kampf. Das ist mir gar nicht aufgefallen in den vorigen Runden. Das sehe ich jetzt erst. Weil ich damit das weiße Element einfach nur pushe. Das heißt, ich müsste für den nächsten Try definitiv mehr auf diese grünen Dinger gehen. Das würde auf jeden Fall für eine Verbesserung der Situation sorgen. Diminish könnte ich jetzt anstreben. Hier hat er wenigstens mal getroffen. Hier hat er nochmal getroffen. Sigi, was ist los? Seit wann triffst du? Das war nochmal das letzte Aufbäumen vor dem eigenen Ableben. Ich hätte nach dem ersten Treffer jetzt schon auf den Field-Effekt einwirken müssen, aber irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas läuft hier ganz und gar nicht gut. Diese Geschichte hier, ne? Könnte das funktionieren? Ich meine, das ist weiß. Ich habe irgendwie das Gefühl... dass das bei dem gar nicht klappen wird. Oh, ich habe noch Holy Healing. Guck mal, das, was der hat, habe ich auch. Das wusste ich gar nicht. Ja, hat er hier noch eine ganz gute Option in der Hinterhand. Ich versuche jetzt... Habe ich das gerade auf mich selbst eingesetzt? Das war gerade komplett dumm. Ach, ich habe schon wieder einen Perspektivfehler drin gehabt. Ja, ich bin davon ausgegangen, dass es auf den Gegner geht mit dem Nullify. Okay, dann kann ich mir die Runde wohl auch knicken. Bitter, einfach bitter. Die letzte Runde würde ich gerne rückgängig machen, dann hätte ich jetzt doch irgendwie Heilung noch eingesetzt, aber irgendwie sehe ich hier kein Licht am Ende des Tunnels. Es kommt ja halt alles zusammen, auch dass er sich heilen kann, wenn wenigstens eine von diesen schwierigen Komponenten nicht wäre. Also, dass er entweder ein anderes Element hätte als Sigi, würde helfen. Wenn er sich nicht heilen könnte, würde helfen. Oder wenn das, was ich mit Grobig an Magic Seal Option habe, wenn das funktionieren würde, das würde auch helfen. Eine von den Sachen. Und ich hätte schon wieder Hoffnung, dass man das hier irgendwie noch drehen kann, aber... Oder wenn meine Leute ausnahmslos treffen würden. Das wäre auch schön. Das wäre auch schön. Ich muss jetzt hier mit anderen Elementen um die Ecke kommen, sonst zerhaut er mich wieder. Heal all. Mach mal einmal. Dann werde ich Miki gleich auch irgendwas zaubern lassen. Hauptsache, da geht noch ein zweites weißes Feld irgendwie weg. Sie kommt auch noch an die Reihe, das ist schön. Irgendeine Zustandsveränderung oder so wäre cool, wobei ich bei dem immer das Gefühl habe, dass das gar nichts bringt. Dann kann sie von mir aus, wobei wenn sie jetzt Hellsoul einsetzt, dann kann sie schon wieder ewig lange nichts mehr machen, ne? Aber wenn ich jetzt hier nichts mache, dann bleibt halt der Field-Effekt auch. Das ist so ein nerviger Teufelskreis, aber mal gucken. Vielleicht, weil der hat ja Anti-Black, ne? Jetzt haut sie auch noch daneben mit einem Element. Ey, sag mal, was soll das? Warum? Ich versuche jetzt mal wieder Stufe 3. Okay, ich könnte jetzt mit irgendeinem Billo-Element... Warte mal, ich versuche mal noch eine Stufe nach oben zu gehen. Ich versuche jetzt mal hier nochmal... den letzten weißen Slot irgendwie wegzuwischen. Von mir aus mit einem Eis... Ja, die oberen Sachen kann ich nicht nehmen. Es sind halt so viele gute Sachen.
Es sind so viele gute Sachen bei der weißen Elementgruppe auch mit drin. Also auch was so Buffs und Debuffs und sowas alles angeht. Aber es kann sich ja halt alles nicht einsetzen. Aber der Schaden, der war gerade okay, finde ich. Den er da ausgeteilt hat, der Sigi. Es ist halt auch so schwierig. Ach, Photon Ray. Okay, jetzt sehe ich das erst. Das macht nach und nach, und das ist das eigentlich Gefährliche an dem Angriff. Das macht nach und nach das ganze Feld weiß. Oh, das ist schon, also. Das ist schon nicht ohne. Muss man ja mal so sagen. Da macht es ja fast Sinn, weil ich wette, diesen Photon Ray bringt er nur, wenn kein weißes Feld mehr da ist. Ich wette, wenn er zumindest ein weißes Feldchen noch hat, dann macht er irgendwas anderes. Also vor dem Hintergrund würde ich jetzt vermuten, macht es mehr Sinn, nicht alles komplett auf, also nicht alles aus, nicht alles an weißen Feldern irgendwie wegmachen zu wollen. So, dann werde ich jetzt aus Gründen hier auch nochmal einen Fireball einsetzen. Weil ich will einfach mal beobachten, wenn ich die ganze Zeit versuche, ihn klein zu halten, mit dem Field-Effekt, ob das meine Überlebensfähigkeit entsprechend sichert. Weil wenn dem so ist, dann ist das ja was, womit man schon mal arbeiten kann. So, ich will nur mal gucken, wenn er jetzt keine, also wenn er nur ein weißes Feld hat, ob er damit trotzdem Schadensoutputs erreicht, so fernab von 400 oder so, sage ich mal. Ich meine, das hat er vorhin sogar schon mal hinbekommen, aber ich würde es gerne einmal nochmal sehen. So, ich werde jetzt hier, obwohl ich könnte jetzt Turn Red auch einsetzen, aber mit Fireball mache ich wenigstens ein bisschen Schaden. Komm, nehmen wir einmal das. Weil Turn Red ist doch eigentlich... Nee, Turn Red darf ich auch gar nicht einsetzen, weil ich ihm ja damit dann auch das Element gebe. Aber warte mal. Das heißt, wenn ich Turn Black auf den wirken würde, könnte ich dem dann Schaden machen mit Lichtzaubern? Okay, ich glaube, ich hab eine neue Idee für den nächsten Try. Ey, wenn Miki jetzt auch noch ordentlich zum Zaubern kommen würde, dann könnte sie jetzt auch guten Damage austeilen, ne? So, warte, ich muss jetzt die fänden, weil meine Leute sind ja gerade komplett außerstande, irgendwas zu machen. Es ist eine magische Defensive nach oben gegangen. Ey, wenn sie jetzt nochmal was Rotes einsetzt, dann hätte ich... Obwohl, nee, wenn ich jetzt was Rotes einsetze, dann würde sich das weiße Feld nur in die Mitte verschieben, ne? Ja, ich glaube, dann könnte ich nicht alles komplett rot machen. Das Problem ist, dass ich jetzt sowieso... Warte mal, erstmal hier meine Stamina auffüllen muss. Mach mal hier Stufe 3. Mist. Aber wenn solche Sachen einfach mal treffen würden, ne? Das wäre alles so viel schöner. Der Sieg wäre in so viel greifbarerer Nähe. Aber egal, das ist ein weißes Feld. Ich fühle mich eigentlich gerade... Mann, ey, die hauen alle daneben. Ich weiß auch nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich will dir einfach nur eine maximale Trefferwahrscheinlichkeit mitgeben. Mehr will ich gar nicht. Jetzt kommt wieder Photonbeam. Ach nee, Photonbeam war stärker. Photon Ray war das mit dem kleinen Schaden. Okay. Aber geht trotzdem hier relativ glimpflich aus. Nur... Jetzt habe ich leider wieder die Situation. Warte mal, habe ich hier irgendwie einen starken... Ich glaube, ich muss hier wirklich tatsächlich ausschließlich mit den kleinen Angriffszaubern arbeiten. Ich muss wirklich so ein paar Regeln für mich aufstellen. Kein Recover All, also nichts aus der weißen Elementsparte. Mich auf solche Sachen hier konzentrieren. Und für den nächsten Try mal gucken, wenn ich auf Turn Black gehe... ob das irgendwas bewirkt. Das sind so die Sachen, die helfen könnten. Ich wünschte, ich könnte irgendwie unterbinden, dass der sich heilt. Oder dass er sich einmal weniger heilt, ne? Es ist halt auch so übertrieben, was er sich da jedes Mal zurückgibt. So, dann versuchen wir jetzt hier nochmal. Stufe 3. Hat funktioniert, aber Sigi ist jetzt auch wieder beeinträchtigt, leider.
Und dann wird wieder ein Element nachgesetzt und wir werden es mit Electroboat versuchen. So, und dann kann Grobik gleich in die Vollen gehen. Wenn er wenigstens mal einknicken würde. Oder ist er das eventuell schon? Ich habe es nur wieder nicht mitbekommen. Es gab hier schon einige Bosskämpfe, wo der Gegner plötzlich down war und ich sehr überrascht war, weil ich das irgendwie nicht registriert habe. Nein! Warum? Warum seid ihr so? Aber der ein weißes Feld hat er jetzt gerade. Aber ich glaube, das war einer seiner stärksten Angriffe. Ach Mann. Ach Mann. Ich wünschte, es wäre anders. Hat sie ihr Revive schon verballert? Nee, hat sie noch nicht. Okay. Dann komm mal wieder zurück, Grobik. Der wird jetzt sowieso, wenn er seinen nächsten Flächenangriff hier vom Stapel lässt, uns wahrscheinlich ausrotten. Wobei, ich kann mal hier gucken. Ja, jetzt habe ich halt nur Recover All. Leider. Und würde damit. Wobei, habe ich. Nee, hier habe ich noch nicht Heal. Aber das geht nur auf einen. Ich habe keine gute Heilmöglichkeit. Ich habe noch so viele schöne Angriffe, die jetzt hier in dem Kampf ungenutzt geblieben sind. Ich muss das jetzt nehmen, sonst sterbe ich, wenn der das nächste Mal dran ist. Was soll ich machen? Vor allen Dingen wird Grobik jetzt auch gar nicht so viel heilen. Weil sein Magiewert halt auch nicht der allerbeste ist. Ne? Ich glaube, die Runde kann ich mir auch knicken. So, dann versuch mal wieder Stufe 3. Danke. Danke. Alles wie immer. Inzwischen weiß ich ja, worauf ich mich einstellen kann. So, dann kannst du ja mal wieder Stufe 3 probieren. Dankeschön. So, ich muss unbedingt an den an die Field Effects ran. Deswegen versuch mal bitte einmal zu treffen, Miki. Danke. Ach, jetzt greift der an. Okay, das war's. Schön. Und nun? Ich würde gerne einmal noch versuchen und mit der Erkenntnis auch aus der Folge rausgehen, auch wenn ich jetzt schon bei über einer Stunde Aufnahme bin. Ey, den über 900 Schaden, das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Ich will einmal gucken, ob Turn Black hier helfen kann, vielleicht doch mit Sigi auch Lichtschaden bei dem auszuteilen. Aber vielleicht gehen die konträren Elemente auch nicht, was ja irgendwie Sinn ergeben würde. Wir gucken mal. So, nächster Versuch. Ich habe jetzt alle Heal Alls, also alle grünen, die ich noch habe. Die habe ich jetzt alle ausgetauscht. Ich hatte nur noch 6. Also einige Recover-Alls, einige von den weißen Heilungsdingern sind immer noch drin. Aber ich habe jetzt alle grünen zumindest irgendwie verwurstet. Und ich habe jetzt Turn Black und würde das gerne direkt zu Beginn mal ausprobieren, um zu schauen, ob ich, wie gesagt, damit bei ihm auch Lichtschaden ausüben kann, wie auch immer. So, weil da steht, Turns, Force, Attribute, Allies, Attacks, Black. So. Deswegen einmal jetzt bitte auf den. Und dann müsste der gleich so einen schwarzen Cooler bekommen. Neben den weißen, so wie das vorhin auch bei Turn Red gewesen ist, als ich mit Miki das probiert habe. Genau, der hat jetzt zwei Init-Dinger dran. So, und jetzt würde ich gerne einmal wissen, das ist die große Frage, kann ich jetzt Lichtschaden austeilen. Ich gehe jetzt mal auf Nummer sicher, weil das ist jetzt so ein bisschen die Experimentierrunde. Und ja, ich könnte jetzt auch hier schon Lichtangriffe vom Stapel lassen, aber... Oh, der geht zum ersten Mal auf Sigi. Irgendwas ist jetzt hier anders in dem Kampf, weil der hat vorher immer Miki angegriffen. Kann es sein, dass der Gegner vielleicht erkennt, dass jetzt von Sigi eine Gefahr ausgeht? Weil er ihm mit seinem Lichtelement gefährlich werden kann. Könnte das sein? Einmal noch, danke. So, und wenn ich jetzt eine Ultranova reinballere, jetzt bin ich gespannt. Jetzt drehen wir den Spieß mal um. Wenn der sich jetzt nämlich hochheilt, kann ich mir diese Herangehensweise auch komplett knicken. Aber wenn ich jetzt doch Schaden mache, dann
könnte das eine neue Chance dann für die nächste Folge sein. Vielleicht auch für den Kampf, aber ich glaube nicht. Nee, ich heile den immer noch. Das gibt's doch nicht. Tja. Dann bleibt das wohl weiterhin ein bisschen tricky. Ich dachte, ich hätte jetzt vielleicht eine ultimative Herangehensweise für mich entdeckt, aber was nicht ist, das ist nicht. Grobik hat übrigens eine ganz fantastische Runde gerade hingelegt, nur mal so am Rande erwähnt. So, Frage ist jetzt, wird Sigi jetzt noch überleben oder wird er das nicht? Ich werde mit ihr jetzt auch Stufe 3 bevorzugen, weil ich dann mit einem Zug quasi einen Push von 3 Leveln generieren kann. So, jetzt hat er nämlich Magnify. Und was ich bisher noch nicht probiert habe, ist direkt nach Magnify mal Imbecile einzusetzen. Weil vielleicht kann ich das damit dann wieder neutralisieren. Weil ich habe Imbecile bisher einmal, glaube ich, im letzten Try eingesetzt. Aber erst nachdem... Erst bevor er seine Dings hier verstärkt hat. Deswegen würde ich das jetzt einfach mal probieren, gegenzusteuern. Ja, ich weiß, er müsste eigentlich Miki reviven, aber irgendwo muss ich jetzt anfangen. Ich glaube eh nicht, dass ich die Runde gewinnen kann. Ich habe am Anfang schon wieder zu viele wertvolle Züge verschwendet. Aber wie gesagt, mir hat das gerade irgendwie, auch wenn das vielleicht rational nicht erklärbar ist, aber mir hat das ein bisschen Hoffnung gemacht, dass er am Anfang der Boss nicht auf Miki gegangen ist. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwas im Algorithmus jetzt verändert habe durch das, was ich gemacht habe. Kann ich vielleicht, wenn ich nochmal Turn Black nehme, sein weißes Element damit verdrängen? Vermutlich nicht, oder? Ey, das wäre ja mal der absolute Super-GAU. Ich probiere das jetzt. Ich weiß, die Wahrscheinlichkeit ist super gering. Aber man kann ja einfach mal schauen. Nein, ich wollte einmal wenigstens... Ich wollte mir jetzt einmal wenigstens angucken, ob sich bei seinen Kügelchen was verändert hat. Jetzt komme ich dazu eventuell nicht mehr, wenn ich jetzt hier sterbe. Nee, wir leben noch. Okay. Ich habe jetzt sein... Ja, okay, ich habe seinen schwarzen Innate Cooler habe ich jetzt weggemacht. Oder was? Oder wie darf ich das verstehen? So, ich muss mit Grobik jetzt eigentlich... Ah, der hat aber... Ja, der hat keine Stamina, um jetzt zweimal anzugreifen und dann wieder zu beleben. Das ist natürlich ungeil. Warte mal, aber vielleicht reicht es für einen Angriff. Vielleicht trifft er ja. Ja, das tut er. Weißt du, ausgerechnet in so einer komischen Probierrunde. Ey, ich habe gerade zwei schwarze Felder. Ich müsste jetzt eigentlich hier so einen geilen Angriffszauber reinballern. Das Problem ist, auf Stufe 5 habe ich die ganzen guten Sachen leider nicht. Ja, dann werden wir jetzt erstmal wieder belieben. Ich will die Runde irgendwie nicht aufgeben, obwohl mir mein Bauchgefühl sagt, ich brauche ja eigentlich gar nicht mehr Hirnschmalz reinstecken. Ich weiß jetzt halt nur nicht, lohnt es sich dann überhaupt, Turn Black auf den einzusetzen oder anzuwenden? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich glaube, das tut es dann nämlich einfach mal nicht. So, ich werde jetzt diese Geschichte hier nehmen, denn wenn ich mich heile, dann bin ich gleich ganz schnell weg. Der hat dann immer noch zwei weiße Felder, ne? Weil sich jetzt alles um eins nach links verschiebt. Ja, leider ist dem so. Okay, aber wenn Sigi jetzt eventuell... nochmal treffen sollte. Und das tut er auch. Sehr gut, Sigi. Das hast du ganz, ganz toll hast du das gemacht. Gerne mehr davon. Dann könnte ich jetzt... Achso, ich bin bei Stufe 3. Wobei, warte mal, habe ich hier nicht... Anti-Black? Nee. Cure Plus. Geht nur auf ein. Nee, ist alles wenig hilfreich. Hier würde ich gerne irgendwas... irgendwas machen von mir aus hier in die schwarze Richtung gerne gehend, um Grobik vielleicht so ein bisschen zu supporten, falls er jetzt doch nochmal dazu kommt, einen Zauber vom Stapel zu lassen. So, mein lieber Grobik, die Zustandsveränderung nervt so. Ich glaube, irgendein Charakter hat sowas auch verbaut, das zu heilen, aber ich glaube, wir lassen Miki jetzt mal lieber einmal nochmal angreifen. Stufe 3. Eventuell? Ja, die haben in der Runde hier gerade einen ganz guten Lauf, was ihre Treffsicherheit angeht. So, jetzt macht er sich wieder einmal komplett weiß. Das kennen wir ja schon.
Rubik ist mit seinem Level auch relativ hoch. Mit dem könnte ich gleich wieder Seal All oder Diminish oder irgendwas in die Richtung probieren. Ich könnte aber halt auch einmal so richtig auf die Kacke hauen und ordentlichst Damage austeilen. Weil das kann er auch. Das kann er auch. Sie hat noch ihr Revive. Ja, keine Ahnung. Ich werde jetzt hier den Headbopper nochmal probieren. Hauptsache, ich habe da oben links keine drei weißen Felder. Das hat jetzt erstmal Prio. Ich muss Grobig einfach immer den Rücken stärken. Eigentlich sollte Grobig gar nicht zaubern. Ich muss alle Zauber, die hier irgendwie Relevanz haben in dem Kampf, die muss ich umverteilen auf Miki und Sigi. Wenn ich überhaupt mit der Gruppenkonstellation hier weitermachen sollte, das ist auch nochmal so eine Frage. So, mit Sigi kann ich jetzt gerade aktuell nichts tun. Elementseitig habe ich jetzt hier auch gerade nichts. Das heißt, du wirst jetzt einmal versuchen, so nochmal anzugreifen. Jawohl. Damit hat er Stufe 7. Auf Stufe 7 kann ich einiges machen. Black Hole sucks everything in bla blub. Imbissile habe ich aber schon mal einmal eingesetzt. Weiß halt nicht, ob das noch aktiv ist. Ich glaube, ich werde jetzt den Strong Arm einmal einsetzen. Vielleicht passiert ja jetzt doch hier irgendwie ein kleines Wunder und ich schaffe es irgendwie, die Field Effects halbwegs zu unseren Gunsten aufrechtzuerhalten. Vielleicht greift er zufällig die richtigen Leute an. Vielleicht passt das jetzt auch mit der Heilung, die ich so ein bisschen angepasst habe. Und ja, es wäre halt super hilfreich, jetzt gerade für diesen Kampf auch so eine Energieleiste oder sowas zu haben, ne? Das wäre eine gute Erleichterung. So, Sigi wird dann jetzt eventuell, wenn er jetzt treffen sollte mit Stufe 3, das tut er sehr gut, Heilung übernehmen. Ach nee, kann er nicht, weil er zu viel, weil er zu viel Stamina-Verlust jetzt erlitten hat. Okay, dann wirst du jetzt einmal mit Stufe 1 angreifen, damit Sigi in der nächsten Runde das tun kann, was ich gerade eben machen wollte, nämlich einmal Heal All. Ja, ich weiß, meine Leute sind nicht super ungesund gerade, aber wir wissen ja, was der so imstande ist zu leisten. Wenn ich jetzt noch irgendwas zaubern würde, dann hätte der keine weißen Felder mehr. Das lädt ja förmlich dazu ein, hier mal so ein Gravity Blow oder so auf den loszulassen. Ich glaube, das probieren wir jetzt einfach mal. Tja, und dann Grobig, ne? Seine komische Zustandsveränderung müsste weggehen, seine Müdigkeit. Aber den... Ach nee, seinen Strong Arm habe ich ja schon eingesetzt. Nice State. Das war nochmal was? Ach, seine magische Defensive ist jetzt nach oben gegangen. Okay, so, ich werde jetzt mal defenden. Okay, der hat nur ein Feld. Ich habe seinen magischen Angriff schon gedrosselt. Das hat sich, glaube ich, auch gerade ein bisschen bemerkbar gemacht, behaupte ich mal. Weil so viel Damage habe ich nicht gefressen. 187, okay. Ja, Grobig ist zumindest seine Zustandsveränderung los. Ich würde jetzt gerne mit Miki einmal Grobig heilen. So, sie hat getroffen, das ist schön. Habe ich hier starke Einzelheilung in den ersten Slots? Ich glaube, Sigi hat sowas irgendwo auf Stufe 1. Ich werde jetzt trotzdem mit ihr irgendwas zaubern, damit wir da oben diese Effekte wieder ein bisschen zu unseren Gunsten verschieben können. Deswegen machen wir einmal den hier. So, Sigi muss jetzt gleich einmal treffen, um dann Grobig zu heilen. Ich hoffe, das kriegt er jetzt gleich irgendwie hin, bevor der Gegner das nächste Mal an die Reihe kommt. 180 Schaden. So. Dann darfst du gerne mal wieder Stufe 3 versuchen. Mist. Okay, dann kommt die 1 bitte einmal. Ja, ich wusste nämlich, dass der hier noch Cure drin hat. Ist zwar nur small, aber er hat einen ganz guten Magiewert. Insofern sollte er trotzdem hoffentlich... Ja, ist jetzt nicht so der Oberknüller gewesen, ne? Aber was willst du machen? So, Grobig, jetzt kommt deine große Stunde. Nein. Nein, es heilt sich der Pisser auch noch. Was vielleicht ein Indikator dafür ist, dass er nicht mehr so viel Energie hat. Ich weiß... Ach, nee.
Das ist keine Heilung für ihn, das ist Angriff. Okay, vergiss, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube, damit ist dann auch diese Runde geritzt. Ich kann leider nur sehr düstere Prognosen für die nächste Folge zeichnen, Leute. Ich bin mit meinem Latein komplett am Ende. Ich habe auch die Ansätze, die mir hier heute in der Folge eingefallen sind, alle jetzt schon durchprobiert und habe irgendwie... Da war leider nicht die zündende Idee dabei. Was das Ganze... Ja, halt sehr... erschwert. So, hier könnte ich jetzt nochmal stärkere Heilung einsetzen. Hat sie auch noch im Portfolio. Hinkt der gerade? Nee, ne? Der hat sich gerade ja frisch hochgeheilt. Ich glaube, das ist noch nicht seine Hinkhaltung. Ich würde bei der Nachbearbeitung mir mal ein bisschen genauer angucken, ob ich ihn vielleicht schon mal in der Position hatte. Ist natürlich auch kompletter Mist, dass alle drei jetzt gerade diese Zustandsveränderung haben. Was willst du dann machen in so einer Situation? Ich könnte jetzt natürlich mal gucken oder das mir vielleicht auch so ein bisschen verinnerlichen, welche von meinen Leuten da Heilmittelchen für haben. Das könnte ich eigentlich in die Einser-Slots reinpacken, wenn das für die weißen Sachen überhaupt geht. Aber der packt halt nonstop diese ganzen starken Angriffe raus. Seal All ging daneben. Gut, habe ich jetzt kein zweites Mal probiert, aber boah, so Kämpfe, die so vom RNG-Faktor abhängig sind, es macht einfach keinen Bock. So. Also es kostet halt auch Zeit, das auszuprobieren, ne? Also wenn ich einfach so ohne weiteres, also gut, Seal All könnte ich vielleicht auch deutlich niedriger irgendwo hinpacken und dann schauen, ob das vielleicht doch irgendwann mal klappt, aber... Ich sehe hier gerade ehrlich gesagt keine Chance. Guckt einfach in den Videotitel von der nächsten Folge. Ich werde das kenntlich machen. Ich werde nichts Clickbait-mäßiges reinschreiben, um euch zu suggerieren, ich hätte den besiegt und dann klappt es vielleicht in der nächsten Folge auch nicht. Ja, keine Ahnung. Bin jetzt bei fast anderthalb Stunden Aufnahmezeit. Ja, ich bin fertig mit dem Part. Ich weiß nicht, was ich beim nächsten Mal mache. Ist aber auch Wurst. Werden wir ja sehen, wenn es dann soweit ist. Bedanke mich fürs Einschalten und fürs Durchhalten. Und ja, sorry, dass wir heute nicht weit gekommen sind. Ich habe alles gegeben, alles versucht, viel nachgedacht auch. Aber ja, ohne gewünschtes Ergebnis. Manchmal ist das so. Ich wünsche euch noch einen schönen Resttag. Danke fürs Einschalten. Bis bald. Ciao.